Seit einem halben Jahr läuft das Krankenhaus Nord, das jetzt Klinik Floridsdorf heißt, bereits im Vollbetrieb, aber die Gerüchte drumherum, die reißen nicht ab. Ärztemangel, zu wenig Pfleger und offenbar auch Wasserschäden. Ja, was ist dran an diesen ganzen Geschichten und was ist möglicherweise nur Panikmache der Rathausopposition? Wir besprechen das jetzt und zwar mit der Generaldirektorin im KV, Evelyn Köldorfer-Leitgeb. Vielen Dank fürs Kommen. Ja, eine Mitarbeiterversammlung hat es am Montag gegeben im Krankenhaus Nord. Es gebe zu wenig Personal, hat es da geheißen, und auch die Schulungen für den neuen Betrieb, und das ist ja nicht so ohne, auch sehr techniklastig, wären mangelhaft gewesen. Was sagen Sie da dazu? Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich möchte Sie auch herzlich begrüßen. Ja, es gab eine Betriebsversammlung im Krankenhaus Nord. Das ist ein ganz normaler Prozess, dass das auch stattfindet. Es ist wichtig, wenn wir solche Versammlungen haben, weil die Mitarbeiter hier dort auch erzählen können, was sie sozusagen bewegt und was sie betrifft. Wir evaluieren ja die Prozesse im Krankenhaus Nord und es ist richtig, dass wir in den Abläufen hier immer wieder nachjustieren. Also die Mitarbeiter selbst sehen, dass Abläufe weniger rund laufen bzw. angepasst werden, inklusive der Evaluierung des Personalbedarfs. Mhm. Das haben wir begonnen begleitend mit der Eröffnung und wir haben das jetzt soweit abgeschlossen, dass wir am Montag 70 Dienstposten für Pflege, Medizin, Schreibkräfte auch angewiesen haben. Das heißt, war ja wirklich überraschend. Das war ein ganz konkretes operatives Ergebnis. Es gibt also genau 70 Pflegekräfte mehr. Nein, nicht Pflegekräfte, 70 Personen mehr, also Stellen mehr für Ärzte, für Pflege, für Schreibkräfte. Also alle Berufsgruppen sind hier umfasst. Gut. Weil wie schaut so eine Evaluierung aus? Eine Evaluierung beginnt so, dass man sich die Prozesse anschaut, zum Beispiel Operationsprozesse. Also wie lange dauert der OP, wie viele Personen gibt es dafür, dass diese Operationen funktionieren. Dann braucht es aber auch Reinigungskräfte, die dann die Operationssäle wieder aufbereiten und, und. All diese Prozesse werden betrachtet und anhand dieser Kriterien schaut man dann, wo kann man Prozesse optimieren. Es sind manchmal auch Abläufe, die einfach nicht rundlaufen. Wo muss man noch Schulungen durchführen? Und letztendlich auch, wo braucht es mehr Personal? Mhm. Und da gibt es die ersten Evaluierungen und da gibt es ein Ergebnis von 70 neuen Stellen. Gut, das ist sehr spannend, klingt natürlich positiv für die Betroffenen. Man fragt sich allerdings, wer zahlt das? Weil ursprünglich waren ja diese 70 Stellen offenbar nicht budgetiert, sonst hätte es ja vorher schon gegeben. Ja. Also wie läuft sowas? Wie steuert man sowas? Also grundsätzlich ist es so, dass wir einen Personalbedarfsplan festlegen, dass man dann startet mit dem Plan, dass man aber weiß, in der Evaluierung wird es immer, das ist ganz ein normaler Prozess, egal wo Sie neue Abteilungen aufsperren, das rechnet man natürlich ein. Also man kalkuliert damit. Sie hatten schon einen Puffer im Budget sozusagen? Oder wir haben es mit eingeplant. Also das ist, wenn man eine gute Budgetplanung macht, dann sagt man, okay, wenn wir evaluieren, wird das ein oder andere nachgebessert werden müssen. Mhm. Man weiß aber allerdings nicht, welche Berufsgruppe. Also das Wichtige ist ja, das kann sein, dass das Reinigungskräfte sind, was auch der Fall ist. Gerade bei diesen OB-Wartezeiten, also bis der OB wieder gereinigt wird und so weiter. Mhm. Man muss hier ganz genau auf den Prozess schauen, weil sonst wäre das ja einfach nur irgendwelche Berufsgruppen hinzuzustellen, würde einfach ein falsches Signal sein, sondern man muss wissen, genau welche Berufsgruppe braucht es, um hier auch die Arbeit gut zu machen. Ist ja spannend, klingt eh nachvollziehbar, aber im Vorfeld ist sowas natürlich immer medial, groß begleitet mit Getöse, Betriebsversammlung, hört sich ein bisschen martialisch an. Jetzt hat es ja geheißen, die Abteilung Orthopädie, 30 Betten da drinnen waren gesperrt. War das so und wieso passiert das eigentlich? Die Abteilung hat 124 Betten, also es gibt 4 Stationen, so je 32 Betten. Und es ist richtig, es waren dann 30 Betten vorübergehend nicht im Betrieb. Warum war das so? Es gab sehr viele Krankenstände, also auch unser Personal ist nicht verschont von Grippezeiten und Erkrankungen. Und dann ist für uns ganz wichtig und auch für das Management wichtig, die Versorgung sicherzustellen. Und das hat auch zu jeder Zeit funktioniert. Wir haben das Donauspital mit einer Orthotrauma-Abteilung und das hat man sich dann gut angeschaut und dann konnte man diese 30 Betten vorübergehend sperren. Und da gibt es dann keinen Engpass? Immerhin fehlen ein Viertel der Betten sozusagen? Nein, man hat das gut aufgeteilt. Okay. Mhm. Jetzt gab es ja angeblich auch gesperrte Operationssäle. Addendum, die Rechercheplattform, hat da darüber berichtet. Können Sie das bestätigen? Also die Operationssäle, man hat es umorganisiert. Also man hat die Operationssäle, grundsätzlich gibt es beim Aufsperren, wie ist das, wenn man ein Krankenhaus in Betrieb nimmt, man sagt, wie viele Leistungen werden durchgeführt in diesem Krankenhaus. Dann werden auch die OP-Zeiten festgelegt und dann rechnet man aus, kann man diese Operationsleistungen auch machen. Das hat man durchgeführt, dann hat man gesehen, dass sich hier auch neue Pflegepersonen quasi in das Team integriert wurden. Und um Schulungen zu machen, hat man die Zeiten verschoben. Also man hat zum Beispiel auch am Wochenende dann operiert. Man hat untertags, also unter der Woche, ein bisschen mit den OP-Zeiten zurückgefahren und hat dann am Wochenende wieder OP-Zeiten geöffnet und hat am Wochenende operiert. Also man hat die Zeiten verlagert. Na gut, das ist ja im Prinzip ein vernünftiger Vorgang. Allerdings, eine Sperre ist dann doch wieder was anderes. Es kann ja eine Sperre sein, weil vielleicht einer zu viel war. Dann fragt man sich, wieso war der überhaupt da? Oder weil es zu wenig Personal gegeben hat.
Es gibt mehrere Gründe für Sperren. Also das ist nicht nur das Personal oder zu viel. Zu viel kann es nicht geben. Ein Faktor ist, dass wir im Krankenhaus Nord hundertprozentig auslasten werden, die Operationssäle. Mhm. Dazu ist es wichtig, dass man genügend qualifiziertes Personal hat. Und ja, dazu muss man auch manchmal weniger in Betrieb gehen, weil man einfach das Personal qualifizieren muss. Das haben Sie auch in anderen Spitälern schon gehört und sieht man immer wieder. Und das ist sozusagen uns wichtiger, die Menschen nicht zu überfordern. Mhm. Und das war schon auch im OP-Bereich der Fall, vor allem bei der Pflege, dass man gesagt hat, wir müssen einfach hier aufstocken, das Personal, sie auch qualifizieren, damit man hier dann auch wieder gute Leistungen bringt. Das heißt, im Vorfeld der Sand im Getriebe, dass das Personal moniert hat, die Schulungen wären teils mangelhaft gewesen, das hat schon etwas für sich gehabt. Nein, das kann ich so nicht bestätigen. Denn es ist so, dass lassen wir uns vielleicht gemeinsam können wir auf das System draufschauen. Wie funktioniert so ein Krankenhaus? Also Sie haben ja nicht, wir haben eine Übersiedlung gehabt, das sind mehrere Spitäler, wie Sie wissen, an einem Standort übersiedelt. Alle diese Spitäler hatten zuvor eigene Operationssäle. Mhm. Ja, waren auch vielleicht ein kleines Haus, die Orthopädie Gersthof, ein kleines Haus mit einem kleinen OP, alles hat dort Hand in Hand funktioniert. Mhm. Die Abläufe waren bekannt, die Mitarbeiter haben ihr Aufgabenfeld gehabt. Und dann kommt man in einen Zentral-OP und da können sie im Vorfeld natürlich Schulungen machen. Aber es ist so, dann gibt es Thoraxchirurgie-Schwestern, Herzchirurgie-Pflegepersonen und wenn dann sozusagen die ein oder andere einspringt in den anderen OP, auch wenn es die Assistenz ist, nicht gleich vielleicht eine komplizierte Operation, ist das neu. Und wir alle sind Menschen und wir wissen, was das für Menschen bedeutet, sich plötzlich in ganz veränderten Situationen wiederzufinden. Das können zwar Schulen und Trockentraining machen, aber im Betrieb ist es ganz wichtig, hier dann noch einmal drauf zu schauen und auf die Zeit zu geben. Auf die geänderte Situation, Groß-OP versus sozusagen kleiner Abläufe. Auch, aber die Menschen brauchen die Zeit. Also die Menschen brauchen auch, wenn man voll im Betrieb ist. Gut. Und das ist uns ganz wichtig gewesen, auch diese Zeit zu geben. Nachvollziehbar, durchaus. Allerdings, und das verblüfft dann doch, hat der Sozialstadtrat Peter Hacker selber eingeräumt bei einer Anfragebeantwortung, 37 Wasserschäden hätte es gegeben. Und das ist jetzt nur der Zeitraum von Beginn des Jahres bis August. Da sind die letzten Monate noch gar nicht eingearbeitet. Möglicherweise kam es dann zu weiteren Vorfällen. Das weiß ich jetzt gar nicht, aber 37 Wasserschäden wirken nach außen hin zumindest in einer Betrachtung eines Neubaus doch als überraschend viel. Was ist zum baulichen Zustand des KH Nord zu sagen? Also ich kann Ihnen sagen, das Krankenhaus Nord ist trocken. Ich glaube, das ist die wichtigste Botschaft. Und ja, es gab Wasserschäden. Ich glaube, sie wurden ja auch oft genug genannt und in den Medien berichtet. Und es sind alles lauter Gewährleistungsfälle. Also es ist einfach so, dass irgendwelche Leitungen schlecht angeschlossen waren oder also es ist einfach im Bau kommt sowas auch vor. Also wenn man es vergleicht mit anderen Bauten, dann muss man sagen, ich habe das auch mit den Niederösterreichern reflektiert. Also es ist auch dort nicht anders. Also war das im üblichen Ausmaß, meinen Sie? Ja. Und das sind lauter Gewährleistungsfälle, also es kommen keine zusätzlichen Kosten und es waren kleinere und größere, also die größeren haben Sie auch berichtet. Keine Frage. Aber ich glaube, das ist einfach wichtig, hier auch die Menschen zu beruhigen, weil es gibt weder Schimmelbefall, noch ist das Spital ist trocken, also das ist ganz eine wichtige Botschaft. Jetzt ist das Gesundheitsthema das, über das wir hier heuer am öftesten berichtet haben, wo es auch immer die größten Reaktionen gibt. Also wenn man im weitesten Sinn auch die Diskussion ums Rauchverbot mit inkludiert, war das bestimmende Thema 2019, noch vor Ibiza. Durchaus überraschend, die Menschen interessiert das wirklich. Immer wieder erreichen uns dann Zusendungen von Krone.at, ja, Stadt Wien, tolle Gesundheitsversorgung, kein Thema und trotzdem wartet man dann tagelang, wochenlang, monatelang vereinzelt auf OPs. Wie gibt's das? Also ich glaube, das muss man auch trennen. Es gibt natürlich Operationen, geplante Operationen, auf die man wartet. Das ist keine Frage. Ich glaube, Wien kann wirklich, ist vorherzeigbar, weil wenn es akut ist, also wenn Sie heute akut ein Problem haben und sagen, ich kann mich nicht mehr bewegen, ich habe einen Bandscheibenvorfall, ich habe akute Schmerzen und es muss operiert werden, werden Sie operiert werden. Mhm. Und ich glaube, das ist auch ein Zeichen von Qualität im Gesundheitssystem und das haben wir. Also es sind hier bei den Wartezeiten nie ist es die Thematik der Akutfälle, sondern es geht wirklich hier um kann auch sein, dass Sie jetzt auf einer Warteliste stehen und sagen, okay, in 5 Monaten oder in 90 Tagen oder in 80 Tagen werden Sie operiert. Und wenn dann inzwischen quasi sich ein Notfall ergibt, dann werden Sie vorgezogen. Das heißt, es geht hier wirklich um planbare Eingriffe. Und ich glaube, das muss man auch trennen. Gut, das ist nachvollziehbar. Wenn es so wäre, ist es ja auch okay. Mhm. Dann gibt es aber dann trotzdem Situationen, manchmal sieht man die auch in der Krone fotografiert, wo dann vereinzelt, das war schon schlimmer, jetzt ist es aber vereinzelt immer noch Gangbetten. All diese Dinge, Diagnosen, die teilweise schon außerhalb der sozusagen dafür vorgesehenen Situation stattfinden, auch aus Platzgründen. Oder man kommt ins AKH und ist dort nicht alleine. Klar, natürlich, aber da sitzen 50 andere und die warten auch schon teilweise sehr lang. Ja. Ist die steigende Bevölkerung in Wien, es sind 250.000 Menschen dazugekommen in relativ kurzer Zeit, ist das System in der Lage, das zu bewältigen? Also grundsätzlich ja, das System ist in der Lage, das zu bewältigen. Wo Sie recht haben, ist, dass die Ambulanzen sicherlich eine Zunahme haben in der Spitalsversorgung. Also es werden immer mehr Patienten
Patienten in unseren Ambulanzen schlagen auf, ja, kommen auch hin. Das ist auch ein Zeichen dafür, dass die Qualität gut ist in den Spitälern. Was ist uns wichtig? Also wir schauen uns natürlich sehr genau an, was gibt es auch für ein Management dahinter. Also es haben manche zentrale Notaufnahmen es wunderbar auch geschafft, also durch eben diese Manchester-Triage, wo einfach auch nach Dringlichkeit triagiert wird, hier auch den Menschen zu signalisieren, dass sie drankommen, wenn sie dringend sind und wenn es nicht so dringend ist, auch warten können. Beziehungsweise auch die Überlegung, kann die betroffene Person auch eine andere Institution aufsuchen. Ja? Da wird es auch künftig, starten wir im Jänner mit einem Projekt, Erstversorgungsambulanzen im Krankenhaus Hietzing. Und das wird auch noch einmal einen Schwung bringen, die Spitäler zu entlasten. Das ist sicherlich ein wichtiger Punkt, hier zu trennen zwischen Akut- und Nicht-Akutversorgung. Mag ja auch sein, dass das Fehlen der Kassenarztstellen indirekt ja nur ein Thema für den KAV, sie sind dafür nicht zuständig, aber natürlich möglicherweise leidtragend einer Situation, wo immer weniger Menschen beim Kassenarzt unterkommen, sich den Wahlarzt nicht leisten wollen oder leisten können und im Fall des Falles bei Ihnen aufschlagen in irgendeiner Erstaufnahmesituation. Und Sie erben dann quasi die sinkende Zahl der Kassenärzte und haben das indirekt am Tacho. Nehmen Sie das irgendwie so wahr? Also es wird auch einen Zusammenhang geben, aber weil Sie sagen, das betrifft uns nicht, das betrifft uns sehr wesentlich. Wir bilden ja alle Allgemeinmediziner auch aus. Also wir sind sozusagen größter Ausbildner der Krankenanstaltenverbund. 1100 Ärzte haben wir derzeit in der Ausbildung. Auch ganz wichtig, das heißt, es ist ja sozusagen ein kommunizierendes Gefäß. Ja? Wenn wir ausbilden oder auch Fachärzte bei uns dann in den niedergelassenen Bereich gehen, dann fehlen es bei uns. Also es ist kommunizierend. Und da sprechen Sie vielleicht einen wichtigen Punkt an, mit dem wir uns sehr intensiv beschäftigen. Das ist generell die demografische Entwicklung aller Berufsgruppen, vor allem Ärzte, aber auch Pflege. Und da ist sozusagen auch ein Handlungsbedarf, dem wir uns auch widmen werden nächstes Jahr. Wie viel muss man ausbilden, damit man eben auch in den niedergelassenen Bereich das attraktiv machen kann und auch aufstocken kann? Ja, da geht es natürlich auch um Ärztehonorare. Das ist zum Glück für Sie wahrscheinlich nicht Ihr Bereich. Eine große Diskussion mit der Gebietskrankenkasse. Aber kommen wir zur demografischen Entwicklung. Da gibt es ja Prognosen, dass bis ins Jahr 2030, also exakt 10 Jahre jetzt, die 20 Jahre hindurch, die Nachfrage nach Ärzten so um rund 15% im Vergleich zu jetzt gestiegen sein wird und dann noch einmal später im Jahr 2040 aus jetziger Sicht schon um 37% gestiegen sein wird. Das ist sehr, sehr viel. Das ist mehr als ein Drittel mehr in relativ kurzer Zeit. Jetzt hat der KAV jetzt schon rund 30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das wären ja noch einmal rund 10.000 mehr, würde man das jetzt linear einfach so brutal hochrechnen. Sollen es 8.000 sein, nicht wenig. Sind Sie da auf das vorbereitet? Es ist, man kann es linear nicht hochrechnen, weil ich glaube, die Entwicklung, und das ist auch das, was wir mit unserem Spitalsplan machen, muss ja sein, wie viel Leistung muss in einem Krankenhaus passieren und wie entwickelt sich der niedergelassene Bereich. Also das ist die Frage, das bedeutet jetzt nicht, der KAV muss immer wieder aufstocken. Was aber sehr wohl eine Auswirkung hat, ist, der KAV ist größter Ausbildner. Das heißt, wir haben uns gut vorbereitet darauf, wir kennen auch unsere Zahlen und werden die auch sicherlich sehr gut regeln, gemeinsam mit der Politik, wie viel müssen wir künftig mehr ausbilden. Ja, und das sind Zahlen, die wir sozusagen gerade noch in der Endschleifung der Validierung haben. Und das ist einfach eine notwendige Geschichte, wie in der Pflege auch, dass wir hier Ausbildungsplätze schaffen und dass wir hier mehr ausbilden für die Zukunft. Jetzt sagen Sie das alles sehr selbstbewusst und durchaus nachvollziehbar. Also das Respekt davor, wie natürlich 30.000 Mitarbeiterinnen, das ist ein Großkonzern für österreichische Verhältnisse, das spielen Sie da in den Top 5 mit, also ganz, ganz oben, auch Führungsstrukturen und so weiter. Und trotzdem, es gibt eben immer wieder Kritik. Ist das für Sie nachvollziehbar oder wenn ja, in welchen Bereichen haben Sie Luft nach oben in der Verbesserung? Also ich glaube, man muss immer selbstreflektiert sein, immer, in jeder Position und je verantwortungsvoller eine Position ist, umso mehr. Wir beschäftigen uns mit unseren Themen sehr intensiv, ja, und wir beschäftigen uns genau mit den Themen, die halt auch immer wieder wie in anderen Bereichen medial aufpoppen. Wir kennen unsere Bereiche. Also es ist jetzt, ob das jetzt das Thema ist, wie kann man Ambulanzstrukturen verbessern, wie kann man Wartezeiten verbessern, wie kann man neue Strukturen schaffen, ja, also eben Erstversorgungsambulanzen, wie kann man einfach das verbessern für die Patienten. Da sind wir dran, also wir haben das ja in regelmäßigen, wir kennen unsere Themen. Ich glaube einfach nur, dass der KV, ich glaube nicht, ich weiß, sich in der größten Veränderung seiner Geschichte steht. Das war vorher nicht so. Es war einfach, Sie kennen die Zeiten, es hat einfach ganz viele Ärzte gegeben, es war anders, die Patienten sind gelegen wochenlang, monatelang, ich habe das selbst erlebt. Es hat sich gedreht, es ist einfach eine kurze Liegedauer, es kommen wahnsinnig viele Patienten, es ist also auch für das Personal und da muss man auch neue Arbeitswelten betrachten. Also wir haben ein Riesenpaket, wo ich sicher mit Stolz sagen kann, wir haben uns gut vorbereitet für das,
was da war. Das muss man einfach sagen, weil es war früher nicht notwendig. Es hat sich einfach die Zeit verändert und diese Schritte muss man gehen. Es ist sicher dichter geworden. Es gibt eben mehr Bevölkerung. Die Anzahl der Krankenhäuser ist eher kleiner geworden, dafür sind sie viel größer. Also es ist eine ziemliche Neustrukturierung. Bis 2030 soll das Spitalskonzept greifen. Das ist ja noch einmal eine ganz große Veränderung. Und dazu ist auch sehr viel Geld nötig. Einerseits für die Ermöglichung dieses Spitalskonzepts 2030 und andererseits für die Sanierung der großen Wiener Spitäler. Allen voran das AKH. Da geistern Zahlen herum von bis zu 3 Milliarden Euro nur fürs AKH. Sowas denkbar? Nein, es gibt also die Zahl 2,7 Milliarden, betrifft den gesamten Krankenanstaltenverbund. Ja, wir haben ja nicht nur das AKH, das in ihrem sozusagen in ihren Strukturen neu gemacht wird oder saniert wird. Wir haben alle Spitäler bis auf das Krankenhaus Nord. Also wir haben ja 6 Spitäler in Wien künftig, werden auch neu gebaut, werden saniert und da sind diese Summen enthalten. Die ÖVP sagt, die 2,7 Milliarden, die gibt es und da gibt es noch einmal extra 3 Milliarden fürs AKH, weil die Stahlträger schon langsam an den Ende ihres Lebenszyklus kommen und man müsse so quasi drumherum eine de facto neues Skelett bauen, an dem das dann alles aufgehängt wird. Also eine wirklich nachhaltig große bauliche Maßnahme, also nicht nur eine übliche kleine Sanierung. Ist das nächste AKH, diese Sanierung bis 2030, das sind 10 Jahre, ist das das Thema schlechthin auch im finanziellen Bereich? Nein, es gibt einen gesamten Plan bis 2040, einen Spitalssanierungsplan, der sehr wohl die WSK, Wiener Städtischen Krankenanstalten, betrifft. Und es ist eben auch, dass beim Allgemeinen Krankenhaus neue Strukturen geschaffen werden, wie zum Beispiel in der Neonatologie, Versorgung, im Kinderbereich. Also das sind spezielle Strukturen, aber es ist nicht so, dass das gesamte AKH neu gebaut werden muss. Gut, in dieser Form nicht, aber es dürfte da einiges kommen. Weil Sie das angesprochen haben, die Kinderpsychiatrie, das ist ja auch so ein kleiner, aber sehr, sehr wichtiger Bereich. Dort soll es de facto tatsächlich zu Unterbesetzungen kommen, weil es einfach die Personen, die es können, gar nicht gibt. Wie kann man das beheben? Ja. Na, wir haben sehr viele Kinder- und Jugendpsychiaterinnen und Psychiater in Ausbildung, aber es sind noch keine Fachärzte. Mhm. Das heißt, es wird jetzt noch eine Zeit lang dauern, bis wir Fachärzte haben. Es ist ein europaweites Mangelfach. Das heißt, es ist auch so, dass unsere Kolleginnen und Kollegen mir einfach erzählen, sie kriegen auch täglich Anrufe und werden abgeworben. Also es ist wirklich, ich bin immer sehr stolz, dass sie dann bei uns bleiben, es ist wirklich schwierig, sie auch zu halten, weil wenn am Markt eine Lücke ist, dann ist es auch für die Organisation ganz schwierig. Mhm. Also ich bin sehr stolz auf unsere Mitarbeiter, dass das geht. Ja, wir haben tatsächlich Fachärzte Mangel in der Psychiatrie, in der Kinderpsychiatrie, auch in der Psychiatrie ist das ein Thema. Wir haben zum Glück Bewerberinnen, die sich sozusagen ausbilden lassen und wir bauen auch künftig diese Bereiche auf. Das heißt, es kommt Nachschub aber es dauert noch ein bisschen. Wie lange muss man sich das vorstellen? Naja, wir haben jetzt wieder wir nehmen dann schon wieder auf Fachärzte, wir betreiben natürlich Recruiting. Sie werben selbst auch anderswo ab? Man schreibt halt aus, man attraktiviert. Krankenhaus Nord hat ja eine wunderbare Abteilung dazu. Ja. Aber letztendlich wird es eine Übergangsphase geben. Wir schauen, dass wir im März die Station aufsperren können, weil die ist ja derzeit mit tagesklinischer Betrieb und ambulanter Betrieb. Wir haben aber auch zugleich am Rosenhügel im Krankenhaus Hitzing auch eine zusätzliche Station im Betrieb. Das heißt, das ist schon auch ein Thema. Wir sind relativ viele Strukturen hochgefahren und wir hatten, und das muss man schon sagen, der KHV hat im AKH insgesamt 6 Kinder- und Jugendpsychiater ausgebildet. Also das wurde ja vorgesorgt für diesen Bereich. Leider wurden sie abgeworben. Tja, passiert das leider auch mit den Absolventen der Medizinausbildung ja recht häufig. Bis zu 40% gehen ins Ausland. Das ist natürlich auch so eine Wunde, eine klaffende quasi, wo es Abfluss gibt. Ganz zum Schluss noch, wir stehen am Beginn der 20er Jahre, ein neues Jahrzehnt beginnt. Ein spannendes, Gesundheit wird wohl noch mehr im Mittelpunkt stehen, als es jetzt eh schon tut. Die Gesellschaft wird älter. Wo gibt es aus Ihrer Sicht, wirklich kurz zusammengefasst, den größten Handlungsbedarf in diesen 10 Jahren? Wo, sagen Sie, ist der KV wirklich am meisten gefordert? In seinen Strukturen. Also wir brauchen Neubauten, wir brauchen also attraktive Strukturen für die Mitarbeiter und wir müssen mehr ausbilden. Um dieses Spitalskonzept 2030 zu ermöglichen. Können. Genau, wir brauchen einfach mehr Pflege, mehr Ärzte und die werden wir auch ausbilden. Also da gibt es auch einen Plan dazu und das ist notwendig, um die Spitäler dann betreiben zu können. Wir brauchen neue Strukturen. Und am Ende steht dann in 10 Jahren in etwa plus minus 3 Gesundheitsregionen in Wien, jeweils mit 2 Spitälern, also einem Doppelspital, die sich wechselseitig ergänzen in diesen 3 Wiener Regionen. Genau. Und wir brauchen natürlich auch eine Struktur, die dem KHV also auch die Handlungsmöglichkeit gibt, also Personal- und Finanzhoheit. Finanzhoheit. Auch so ein Stichwort, könnte man noch lang darüber reden. Evelyn Köldorfer, Leitgeb, danke für die Bereitschaft, ins Studio zu kommen. Danke fürs Interview. Ja, ein großes Thema, wahrscheinlich das bestimmende Thema in diesem Jahr. Gesundheit, Pflege und wenn Sie so im weitesten Sinne auch wollen, das Rauchverbot. Das hat die Gemüter hier erhitzt. Viele, viele Reaktionen. Diskutieren Sie auch über diesen Talk. Schreiben Sie uns Ihre Meinung in unserem Forum. Danke für Interesse an diesem Thema. Wir sehen uns bei nächster Gelegenheit. Auf Wiedersehen.